Lieber Vater, wiederum sind wir einfach dankbar und erstaunt, wie treu dein Wort ist, wie wir zurückschauen und sehen, wie wir erkennen, wie Menschen, Geschichte und dein Wort zusammenstimmen. Vater, danke auch für dein Evangelium, dass du von Anfang an versprochen hast, dass Satan nicht für immer deinen Garten zertreten kann. Du hast ihm eine Zeit lang erlaubt, durch den Garten zu gehen und Dinge kaputt zu machen. Doch es ist gut zu wissen, Herr, dass auch das einmal vorbei sein wird, wo nicht nur für Sünde voll bezahlt ist, sondern die Gegenwart der Sünde weggenommen wird. Und dafür danken wir dir. Danke, dass wir eine lebendige Hoffnung haben, die weit über dieses Leben hinausreicht, in alle Ewigkeit. Und Herr, darüber dürfen wir lesen und erstaunt sein und dankbar, dass wir sicher und bewahrt sind in deiner Liebe. Amen. Okay, geht bitte zu Offenbarung Kapitel 12 und wir lesen von Vers 7 an. Offenbarung 12, Vers 7. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Bitte, so, das sind so Sätze, die liest man, aber stellt euch das mal vor, es ist ein Kampf im Himmel. Es gibt Krieg im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie bekamen nicht die Übermacht, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Hier ist Krieg im Himmel. Wenn wir zum Beispiel über geistliche Kampfführung reden, dann reden wir meistens über Dinge zum Beispiel, die Missionare sind in Neuguinea in dem Stamm und die Medizinmänner bringen die böse Macht über die Menschen und es ist ein geistlicher Kampf. Wir reden darüber, dass ein Prediger, ein Pastor eine ganz wichtige Botschaft zu geben hätte, aber er wird krank oder er hat einen Autounfall, geistliche Kampfführung. Wir reden davon, dass wir in der Früh aufstehen wollen, stille Zeit machen, aber wir schlafen, gell? Das hat oft nicht viel mit geistlicher Kampfführung zu tun, sondern mit dem Wecker. Aber es gibt ein Konzept in der Bibel, das weit darüber hinausgeht, nämlich das Konzept der geistlichen Kampfführung, wo Krieg ist im Himmel. Ihr kennt wahrscheinlich den Fernsehfilm Krieg der Sterne. Kennt ihr das? Ne? Krieg der Sterne oder wie heißt das andere, der Spock? Wie heißt der? Star Wars, gell, und so weiter. Wenn du dir zum Beispiel einen Film wie Star Wars, Krieg der Sterne, was anschaust, dann kannst du da sitzen und Chips essen, Cola trinken und deine Freude dabei haben, weil du weißt, das ist alles nur Erfindung. Aber ich glaube, das Chips essen würde uns vergehen, wenn es eine Dokumentation wäre. Das wäre dann furchtbar, weil wir wissen, wir leben nicht mehr lange. Der Tsunami, ja, kannst du einerseits einen Film darüber sehen, irgend so einen Hollywood-Film und Chips essen. Es ist anders, wenn man so gesehen hat wie jetzt. Das ist Realität. Und wisst ihr, die Bibel beschreibt einen Krieg der Sterne, einen Krieg im Himmel, einen Krieg unter Engel zwischen Gott und Satan. Und das ist keine Hollywood-Erfindung, sondern Wahrheit der Heiligen Schrift. Das heißt, hinter unseren geistlichen Kampfführungen, die wir so erleben, ist eine wesentlich größere Kampfführung, nämlich die im Himmel. Hier wird der Erzengel Michael erwähnt. Michael kommt in der Bibel viermal vor.
Und es gibt zwei Erzengel, deren Namen wir wissen. Wer ist der andere? Gabriel. Die beiden unterscheiden sich. Michael ist immer zuständig für Israel. Gabriel ist immer zuständig für die Gemeinde. Gabriel hat verkündet der Maria, dass sie schwanger wird und so weiter. Michael lesen wir einmal im Buch Judas, da streitet er um den Leib Mose. Dann sehen wir Michael hier in Offenbarung 12 und dann sehen wir Michael noch in Daniel Kapitel 10. Schlag mal auf Daniel bitte. Daniel Kapitel 10. Auch hier kommt der Michael vor. Im Daniel Kapitel 10, da hat Daniel trauert 3 Wochen und fastet 3 Wochen lang. Und da lesen wir Daniel 10, Vers 2, in jenen Tagen trauerte ich Daniel 3 volle Wochen. Köstliche Speise aß ich nicht, weder Fleisch noch Wein kam in meinen Mund und ich salbte mich nicht, bis 3 volle Wochen um waren. Und dann, Vers 5, erhob ich meine Augen und sah und siehe, da war ein Mann in Leinen gekleidet, seine Hüften waren umgürtet mit Gold und Ufas. Dann wird er beschrieben, ganz türkis und seine Augen waren Feuerfackeln und so weiter. Und dann lesen wir im Vers 8, und ich blieb allein übrig und sah diese große Erscheinung. Es blieb keine Kraft in mir, meine Gesichtsfarbe veränderte sich an mir bis zur Entstellung und ich behielt keine Kraft. Ich hörte den Klang seiner Worte, als ich den Klang seiner Worte hörte, lag ich betäubt auf meinem Gesicht, mit meinem Gesicht zur Erde. Interessant, Gesicht wieder zur Erde. Erinnert euch, Ezekiel, Johannes, immer im Angesicht Gottes. Vers 10. Und siehe, eine Hand rührte mich an und rüttelte mich auf, sodass ich wieder auf meine Knie und Handflächen kam. Und er sprach zu mir, Daniel, du vielgeliebter Mann. Interessant, Daniel wird genannt, der vielgeliebte. Johannes, der Apostel, wird genannt, der Apostel, den Jesus lieb hatte. Beide haben eines gemeinsam. Sie haben unheimliche Einsichten in die Zukunft. Beide sind geliebt. Dann sagt er im Vers 12, und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen, dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden, um deiner Worte willen bin ich gekommen. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen, und ich wurde dort entbehrlich beim König von Persien. Ist ganz interessant, das sagt er. Ich habe 21 Tage zu tun gehabt, Daniel. Ich konnte nicht früher kommen, aber dann kam Michael zur Hilfe und jetzt bin ich da, dir zu helfen, Daniel. Interessante Frage, was wäre gewesen, wenn Daniel nach 2 Wochen aufgehört hätte zu beten? Wir wissen es nicht. Ist nur interessant. Und dann geht noch zum Vers 21. Und ich will dir mitteilen, was im Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Und es gibt keinen einzigen, der mir gegen jene mutig beisteht, als nur Michael, euer Fürst. Michael ist der Fürst, der Engel für die Israeliten. Gabriel hingegen für die Gemeinde. Engel übrigens sind, wisst ihr, was mein Bild von Engel war? Meine Eltern hatten so ein Bild über ihr Ehebett. 2 Kinder gehen an der Klippe und dann waren 2 so Englein, so mit Bäuchlein und so, kleine Vöglein fliegen um die Kinder darum. Kennt ihr wahrscheinlich von Ikea, die haben auch sowas, gell? Aber das ist nicht das Bild der Engel in der Bibel. Engel sind unheimlich machtvolle Wesen. Sie sind viel stärker als Menschen. Wir lesen im 2. Könige, ein Engel hat einmal 185.000 Assyrer gedatet, so nach dem Abendessen. Sind starke Wesen. Und wenn man erkennt, welche Kriege stattfinden im Himmel zwischen diesen Mächten, braucht es uns nicht verwundern, dass wir hier auch in einer geistlichen Kampfführung stehen.
Und bereits im 1. Mose 3,15 wird uns gesagt, bis Satan vernichtet ist, wird er in deine Ferse stechen. Der Leib Jesu wird darunter leiden. Interessant in Apostelgeschichte, Saulus war ja ein Verfolger der Gemeinde. Und wisst ihr, was Jesus zu Saulus gesagt hat? Saulus, warum verfolgst du mich? Wenn die Gemeinde verfolgt wird, wird Jesus verfolgt. Es ist sein Leib, der da verfolgt wird. Er wird mir in die Ferse stechen. Und das geschieht nach wie vor. Wir lesen dann weiter, Offenbarung 12 und Vers 8, dass er auf die Erde geworfen wird und die Stätte im Himmel wird nicht mehr gefunden. Die Frage ist, wo ist Satan heute? Und bevor ich da was sage, schlag bitte auf Lukas Kapitel 10, Vers 18. Lukas 10, Vers 18. Da sagt Jesus Folgendes. Lesen wir auch Vers 17 dazu. Das ist, als Jesus die Jünger aussandte und sie kamen zurück voller Freude. Und wir lesen im Kapitel 10, Lukas 10, Vers 17, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er aber sprach zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Und im Johannes 12, Vers 31, Johannes 12, Vers 31, lesen wir, da sagt Jesus, jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Jetzt ist die Frage, von wo fällt Satan, von wo wird er hinausgeworfen? Wir wissen vom Buch Hiob, als auch vom Buch Sacharja, dass Satan Zugang hat zum Thron im Himmel. Er ist zwar ein gefallener Engel, aber er hat immer noch Zugang zum Thron im Himmel. Und was er da macht im Himmel vor Gott ist, er beschuldigt die Brüder, die Gläubigen. Wir lesen hier, geht zur Offenbarung 12 und Vers 10. Offenbarung 12, Vers 10. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Warum? Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Was Satan tun will, ist, dich andauernd schlecht machen und verklagen, jeden Tag. Und das hat hier ein Ende. Übrigens, zwei Dinge. Wenn du dich wieder mal fühlst, wenn du sagst, nein, ich glaube, Gott mag mich nicht mehr. Ich habe schon wieder keine stille Zeit gemacht. Ich habe 3 Tage schon wieder nicht mehr gebetet. Ich habe die Bibel schon 2 Wochen nicht mehr gelesen. Gott, ich bin ein furchtbarer Christ. Gott, ich bin nicht würdig. Dann darfst du eins wissen, das kommt nicht von Gott. Das kommt von Satan. Denn siehst du, dass du unwürdig bist, das ist ja nichts Neues. Aber er ist würdig. Und weißt du, warum ich vor Gott stehen kann mit aufgerichtetem Haupt? Weil ich in Christus bin. In Christus bin ich würdig. In Christus bin ich gerechtfertigt und heilig. Ich bin ein heiliger Mensch. Nicht, weil ich so gut werde, ich bin in Christus. Und wenn dir eine Stimme sagt, du bist unwürdig, du bist schlecht, du bist unheilig, das kommt nie von Gott, das kommt immer von Satan. Kannst gleich abschalten. Das Zweite, Satan wird hier beschrieben als der Verkläger unserer Brüder. Ich möchte eins sagen, wenn du schlecht über andere Christen redest, über andere Konfessionen, weißt du, was du dann tust? Das Werk Satans. Du verklagst deine Brüder.
Bitte erinnere dich das nächste Mal, wenn du negativ über deine Christenbrüder und Schwester redest, du vollbringst das Werk des Satan. Und daran sollten wir keinen Anteil haben, Freunde. Sollten wir nicht tun. Und hier wird Satan vom Himmel geworfen, das heißt, er hat keinen Zugang mehr. Wiederum, wenn wir jetzt diese Tafel nehmen, oh Moment, wenn wir diese Tafel nehmen, wenn man das jetzt strikt nimmt aus Offenbarung 12, dann ist der Fall des Satans, das heißt, wo er aus dem Himmel, wo er keinen Zugang mehr hat, ungefähr in der Mitte der Trübsalzeit, wenn man dieses Schema nimmt und wenn man Offenbarung 12 jetzt in dem Sinn wörtlich versteht, auch zeitmäßig. Was ist wegen der Fragen, wäre es mir fast lieber, wenn wir am Abend machen. Schreibt es euch bitte auf, sonst kommen wir nämlich nicht weiter. Dann noch im Kapitel 12 und Vers, lesen wir noch Vers 11. Und sie haben ihn überwunden, das heißt die Brüder, haben den Teufel überwunden, wie? Das ist Offenbarung 12, Vers 11. Sie haben ihn überwunden, erstens, wegen dem Blut des Lammes. Zweitens, wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und drittens, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Was sind die drei Dinge, die hier gesagt werden, womit wir eigentlich über Satan stehen? Das ist erstens das Blut Jesu Christi, das uns reingewaschen hat von allen Sünden. Nicht den meisten, nicht vielen, sondern von allen Sünden. Du bist rein. Zweitens wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Es ist das Wort Gottes, das uns recht unsere Gedanken hält. Und drittens, sie haben ihr Leben nicht geliebt. Das ist, was Paulus sagt, ich bin gekreuzigt mit Christus. Und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Sie haben nicht ihr eigenes Leben geliebt, sondern das Leben Jesu. Das sind die drei Dinge, die erwähnt werden. Dann in Vers 12. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnt. Habt ihr das gehört? Seid fröhlich im Himmel und die ihr darin wohnt. Wir haben hier zwei Kategorien. Die Gläubigen, die auf Erden wohnen, und die Gläubigen, die im Himmel wohnen. Wird immer wieder sehen wir diesen Kontrast. Inzwischen, glaube ich, seid ihr jetzt da, könnt ihr das sehen. Wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Vers 13. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, wer ist die Frau? Israel, die das männliche Kind geboren hatte. Und es wurden der Frau die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliege, an ihre Stätte, wo sie ernährt wird, eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit, 3,5 Jahre, fern vom Angesicht der Schlange. Und die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser wie einen Strom hinter der Frau her, um sie mit dem Strom fortzureißen. Und die Erde half der Frau, und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund warf. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Hier ist über diese Frau die Rede, über Israel. Und es scheint hier wird gesagt, dass Israel über diese Trübsalzeit, zumindest ein Teil davon, bewahrt bleibt an einem besonderen Ort. Und schlag bitte auf, in dem Zusammenhang, Matthäus 24, unser Kapitel, wo Jesus selbst über die Endzeit redet. Und da sagt Jesus in Matthäus 24 und Vers
15 bis 22. Matthäus 24, Vers 15. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heilige Stätte stehen seht, wer es liest, der merke auf. Dann sollen die in Judäa, von wem redet er jetzt? Er redet von Juden. Von denen, die in Judäa wohnen, auf die Berge fliehen. Der auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen, um sich die Sachen aus seinem Haus zu holen. Wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden an jenem Tag. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist, auch nie sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen will ich jene Tage verkürzt werden. Und jetzt ist noch interessant, das heißt, er sagt zu denen, die in Judäa wohnen, flieht aus Judäa, und da sagt er in die Berge. Wer geht nicht, nehmt nichts mit, kommt nicht zu spät, flieht einfach. Dann sagt er noch, es wird etwas schwierig werden für die Schwangeren, die Stillenden. Es ist schwierig, wenn es im Winter geschieht und am Sabbat. Am Sabbat gibt es in Israel keinen Transport. Im Winter ist es oft schwierig, über den Berg zu kommen. Und wenn du schwanger bist und stillst, ist es schwierig zu gehen. Und jetzt ist die Frage, wo ist dieser Ort, wo sie hingehen sollen? Geht zu Daniel Kapitel 11. Daniel Kapitel 11, Vers 41. Lesen wir Daniel 11, Vers 40. Daniel 11, Vers 40. Und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen, mit Reitern, mit vielen Schiffen. Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Erinnert euch, Offenbarung Kapitel 12, da ist die Rede von einem Wasser. Da haben wir gelesen, aus seinem Mund wird Wasser kommen, um die Leute zu vernichten. Es steht hier, er wird überschwemmen und überfluten. Vers 41, und er wird in das Land der Zierde eindringen, das ist Israel, wobei vieles stürzen wird. Diese aber werden seiner Hand entrinnen, Edom und Moab. Jetzt sagen einige Theologen, dass Edom und Moab ist das Land, wohin die Israeliten fliehen werden aus Judäa und wo sie aus welchem Grund immer bewahrt bleiben. Und seht ihr, wenn man jetzt auf der Landkarte schaut, wenn du aus Judäa fliehst, Judäa ist hier drüben, Moab ist hier und Edom ist hier. Das heißt, es geht hier über die Berge nach Moab und Edom. Und denen, die in Judäa wohnen, wird gesagt, dahin sollt ihr fliehen, denn dort werdet ihr bewahrt sein 3,5 Jahre. Eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Und das ist wieder, wo Gott seine Geschichte mit Israel vollenden wird. Okay, gut, dann gehen wir zurück zur Offenbarung und Kapitel 13. Offenbarung Kapitel 13, muss ich sagen, Kapitel 13 ist wahrscheinlich eins der bekanntesten Kapitel. Ich würde nicht sagen eins der schwierigsten, aber bekanntesten. Und die meisten Zeittafeln, die es so gibt über Endzeit und so weiter, haben vor allem mit Kapitel 13 zu tun. Aber wir lesen es einfach mal und dann schauen wir, was es bedeutet. Offenbarung 13, Vers 1.
Lesen wir noch den letzten Vers von Vers 12, da steht, und er stand auf dem Sand des Meeres. Wer ist er? Von wem ist da die Rede gewesen? Vom Drachen. Das heißt, Satan stand auf dem Sand des Meeres. Kapitel 13, Vers 1. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther, seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie eines Löwenmaul. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tode geschlachtet und seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redet. Wieder das Großmaul. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken, 3,5 Jahre. Und es öffnete seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott, um seinen Namen und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern. Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens, des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Wenn jemand ein Ohr hat, so höre er. Wenn jemand in Gefangenschaft geht, so geht er in Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert getötet wird, so muss er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist das Ausharren und der Glaube der Heiligen. Dann kommt das andere Tier, aber jetzt bleiben wir mal bei dem. Ich lege jetzt die nächste Seite 18 haben wir inzwischen. Wenn ihr das vielleicht neben euch hinlegt, ist euch eine Hilfe oder hier raufschaut, das geht auch. Wir haben in diesem Kapitel 13 drei Charaktere. Erstens haben wir den Drachen, Kapitel 12, Vers 18. Und der Drache gibt dem Tier aus dem Meer die Kraft und die Macht. Das heißt, der Drache, Satan selbst, gibt diesem Tier die Macht. Dieses Tier aus dem Meer wird in der Regel beschrieben als der politische Führer. Das ist jetzt der klassische Antichristus, wie man sehr oft hört. Spezielle Dinge, die wir gelesen haben, er hat 10 Hörner und 7 Köpfe. Dazu kommen wir noch. Er gleicht einem Panther, einem Bären und einem Löwen. Er tut große Wunder. Sogar eine Totenauferstehung, wie es scheint. Er ist ein Großmaul und lästert Gott. Er erkämpft sich die Weltherrschaft und er wird von den Erdenbewohnern angebetet. Ich glaube, der Grund, warum er angebetet wird, ist ein relativ einfacher, wird auch beschrieben im 1. Thessalonicher Brief. Er wird Sicherheit bringen und Frieden. Wenn heute, und ich glaube, die Zeit ist ziemlich reif, wenn heute jemand aufsteht und es tatsächlich schafft, Frieden auf diese Erde zu bringen, der wird von allen Nationen angebetet. Das hat auch damit zu tun, wisst ihr, die Tugend Nummer 1 für viele Jahrhunderte war Gerechtigkeit. Gerechtigkeit muss geschehen. Die letzten 20 Jahre wurde diese Tugend abgelöst von einer neuen Tugend, nämlich Toleranz. Die letzten 20 Jahre war die Tugend Nummer 1
Toleranz. Nur dann bist du ein wahrer Mensch, wenn du tolerant bist. Aber die Zeit kommt bereits auch zu einem Ende. Die neue Tugend Nummer 1 ist Sicherheit. Dafür tun und geben und bezahlen wir jeden Preis. Wir gehen dafür sogar in den Krieg. Muss mal bei Eltern schauen. Wenn es einen neuen Kindersitz gibt, weil das sicher ist, da fragt die Mutter nie, wie viel der kostet. Der kann 3.000 Euro kosten, der wird gekauft. Es ist sicher. Für Sicherheit bezahlen wir heute jeden Preis und wir denken nicht mal drüber nach. Es ist Tugend Nummer 1 geworden. Und wenn ein Mensch kommt, der uns Sicherheit bietet, im globalen Sinne, dann wird der angebetet. Und das ist, glaube ich, auch die Strategie und die Macht dieses politischen Führers der Zukunft. Er kommt übrigens, wir lesen, aus dem Meer. Ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen. Meer heißt auch aus einer Menge von Menschen. Geht mal zu Offenbarung 17, Vers 15. Offenbarung 17, Vers 15. Da geht es dann über die Hure Babylon. Aber nur etwas anderes, das ich euch zeigen will. Und er spricht zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Völkerscharen und Nationen und Sprachen. Das heißt, es kann auch heißen, dieser Führer kommt aus den Völkern heraus. Kann ein ganz normaler, aus den unteren Gesellschaftsschichten Mann sein. Und er sieht diesen Menschen als Panther, als Bär und als Löwe. Ist interessant, geht damit zu Daniel Kapitel 7. Denn Daniel sieht dasselbe, nur in umgekehrter Reihenfolge. Daniel Kapitel 7. Da hat Daniel eine Vision. Daniel 7, die Verse 1 bis 7. Da lesen wir Folgendes. Daniel 7, Vers 1. Im ersten Jahr des Belshazzars, des Königs von Babel, sah Daniel einen Traum und Gesichte seines Hauptes auf seinem Lager. Dann schrieb er den Traum auf, die Summe der Ereignisse berichtete er. Daniel fing an und sprach: Ich schaute in meinem Gesicht in der Nacht und siehe, die vier Winde des Himmels wühlten das große Meer auf. Das große Meer. Wo kam das Tier heraus? Aus dem Meer. Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer herauf, jedes verschieden vom anderen. Das erste war wie ein Löwe und hatte Adlerflügel. Ich sah hin, bis seine Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgehoben und wie ein Mensch auf seine Füße gestellt und ihm das Herz eines Menschen gegeben wurde. Und siehe, ein anderes, ein zweites Tier, war einem Bären gleich. Es war auf der Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul drei Rippen zwischen seinen Zähnen. Und man sprach zu ihm so, steh auf, friss viel Fleisch. Nach diesem schaute ich und siehe, ein anderes wie ein Leopard. Das hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken. Das Tier hatte vier Köpfe und die Herrschaft wurde ihm gegeben. Nach diesem schaute ich in Gesichten der Nacht und siehe, ein viertes Tier. Das ist jetzt das jene von der Offenbarung. Das vierte Tier, furchtbar und schreckenerregend und außergewöhnlich stark. Es hatte große eiserne Zähne, es fraß und zermalmte und den Rest zertrat es mit seinen Füßen. Und es war verschieden von allen Tieren, die vor ihm waren, und es hatte 10 Hörner. Das klingt auch bekannt, gell? Offenbarung Kapitel 13. Diese 4 Tiere, die hier beschrieben werden, geht ein paar Seiten zurück zu Daniel Kapitel 2. Daniel Kapitel 2, da werden sie nämlich etwas anders beschrieben. Daniel 2, Vers 31.
Du, o König, schautest und siehe ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir, sein Aussehen war furchtbar. Dieses Bild war Haupt, sein Haupt war aus feinem Gold, seine Brust, seine Arme aus Silber, sein Bauch, seine Lenden aus Bronze, seine Schenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Du schautest, bis ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt, und sie wurden wie Spreu aus den Sommertennen, und der Wind führte sie fort, und es war keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden. Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Und dann beschreibt er die vier Königreiche. Jetzt schaue ich noch, ob ich da ein Overhead davon habe. Müsste ich eigentlich. Oder auch nicht. Nein, ich habe es leider nicht da. Ist egal. Daniel sieht ein Standbild, er erklärt es dann, wir haben jetzt nicht Zeit, die ganzen Kapitel zu lesen, er erklärt vier verschiedene Bereiche von diesem Bild. Und er erklärt, der Löwe, den er gesehen hat, ist das Königreich Babylon. Dann erklärt er, dass dieses Reich fällt, der Löwe, dann werden die Flügel ausgerissen, das nächste Königreich ist das Persien und das Meder-Königreich. Auch dieses Königreich wird zerfallen und die Griechen unter Alexander den Großen mit seinen Flügeln, der Leopard, der war unheimlich schnell, hat die Welt erobert, ist das nächste Königreich. Auch das zerfällt und jetzt ist Rom das nächste Königreich. Und der Grund, warum Daniel und Johannes es von verschieden beschreiben, der eine beginnt mit Babylon, der andere mit Rom, ist ganz verständlich, weil wer war an der Herrschaft, als Johannes lebte? Rom. Darum beginnt er mit dem Tier, dem Biest, und erklärt dann die anderen. Daniel hat gelebt unter Babylon. Das ist der Löwe. Und beschreibt vom Löwen aus die ganze Sicht. Und er sagt dann, das vierte, das römische Herrschaftsreich, das ist das Schrecklichste. Das ist anders wie die anderen. Und das ist das römische Königreich. Und jetzt verstehen wir auch vielleicht, warum sehr oft die Rede ist vom wiederhergestellten römischen Reich. Das heißt, dieses Reich, das römische Reich, sollte wiederhergestellt werden. Der neue Führer ist dieses Tier aus dem Meer, der politische Führer, und es wird wieder eine Weltherrschaft sein, wie es zur römischen Zeit der Fall war. Seit dem Zerfall des Römischen Reichs gibt es keine Weltherrschaft mehr. Aber wenn man so die Trends beobachtet, erkennt man, wir rücken wieder mehr und mehr und mehr zu einer Weltherrschaft. Mein USA sieht sich als die Polizei dieser Welt, nicht nur für USA. Die EU hat das Bestreben, den Weltfrieden natürlich herzustellen und zu kontrollieren. Man sieht wieder mehr und mehr die Tendenz zu einer zentralen Herrschaft. Und das ist dieser Ausdruck, dieses wiederhergestellte Römische Reich unter diesem neuen Herrscher, diesem Tier. Und der Stein, der fällt, das ist der Stein des Anstoßes, der letztlich ein Ende macht mit diesen Königreichen und der allein übrig bleibt. Ich möchte euch noch was zeigen. Geht nochmal zu Offenbarung 13. Da haben wir beschrieben, das ist auch auf eurer Seite 18, ganz unten steht es hier. Das sind drei verschiedene Kategorien von Menschen beschrieben. Und zwar Offenbarung 13, Vers 6.
Es öffnete seinen Mund zu Lästerung gegen Gott um seinen Namen und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern. Also es gibt welche, die im Himmel wohnen. Vers 7. Und es wurde ihm, diesem Tier, gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen. Das sind nun die Heiligen, die Gläubigen, die auf der Erde wohnen. Und dann gibt es noch im Vers 8, und alle, die auf der Erde wohnen, das sind die Erdenbewohner, deren Name nicht im Buch des Lebens steht, die nicht die Bürgerrechte im Himmel haben, werden ihn anbeten, das heißt, sie werden diesen Führer anbeten und ihm folgen. Das sind die drei Kategorien von Menschen, die wir in dieser Zeit immer und immer wieder beschrieben haben im Buch der Offenbarung. Lesen wir bitte noch, jetzt machen wir 5 Minuten Pause und dann machen wir weiter.